Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe mir die ganze Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich zwar diese Weekend League wieder mit mehr Biss spiele, aber halt dadurch nicht mehr so ausgeglichen bin wie letzte Woche. Also es ist echt so ein verdammtes Hin und Her die ganze Zeit zwischen ja, Bissigkeit, dadurch emotionsgeladener und man rastet auch eher mal aus und dann halt dieses Abgeklärte, dieses ruhig bleiben, dieses eigene Fehler sehen vom letzten Mal. Ich muss halt einfach einen guten Mittelweg finden. Den habe ich momentan noch nicht und ich sehe gerade, warum sitzen hier ein 83er auf der Reservebank. Moment mal. So, 86er wird eingewechselt, also nehmen wir irgendeinen 84er und Kanté braucht dann auch mal was. Für ja, Verträge, ich gebe ihm einen großen Vertrag. Ich glaube nicht, dass er jetzt zu schnell ausgetauscht wird. Meine Idee ist halt am ehesten Touré als Sechser, dass der ausgetauscht wird. Hätte er halt seine, er hat halt schon einige Torchancen, gerade Distanztorchancen. Hätte er die mal genutzt gehabt, dann wäre meine Meinung noch mal einen Tick besser von ihm. Aber er hat sie halt einfach nicht gemacht. Und knapp bringt man nichts. So, wir haben wieder mal ein sehr gutes Team beim Gegner und ja, genau. Ich will einfach versuchen. Oh, er hat zum Beispiel Leighton Baines mit Shadow, aber ich finde halt trotzdem, selbst mit Shadow ist er halt ein Tick zu langsam. Ja, ich will einfach versuchen, eine Mischung zu finden aus eigene Fehler sehen, wenn der Gegner ein Tor schießt, einfach nur auf den eigenen Fehler achten und ruhig bleiben und trotzdem halt die Bissigkeit, die Konzentration behalten, die ich dieses Mal in den Tag gelegt habe. Also eigentlich, also diese Weekend League. Eigentlich brauche ich so, wie gesagt, die Mischung zwischen der letzten und der jetzigen Weekend League und dann spiele ich deutlich besser. Krass, habt ihr gerade gesehen, was Piszczek gemacht hat? Ja, also sorry, aber wenn er sich da wie ein Busfahrer quasi um sich selbst drehen kann und meine Spieler halt nichts machen, was soll's? Hier kann ich wieder leider nichts Negatives erkennen. Erstens Piszczek, der nach oben guckt und stehen bleibt und dadurch auf außen das halt weglässt. Und dann meine Verteidigung, die einen Kilometer wegsteht, die einfach nichts macht. Hier mit Hummels, das hat er gut gemacht mit der Drehung, aber dann Sokratis, naja, er konnte sich halt einfach wie ein Busfahrer um sich selbst drehen. Und scheiß drauf, wir machen jetzt zwei Tore und drehen das Spiel. Ganz in Ruhe. Wir haben noch so viel Zeit für zwei Tore. Wir müssen einfach nur besser spielen als der Gegner. Das ist doch leicht. Machen wir mal Platz. Oh, Lattenkreuz. Verdammt. Aber gutes Zeichen. Wir kommen zu guten Abschlusschancen. Hätte natürlich auch 1-1 sein können, aber man kann es nicht erzwingen. Wir haben erstmal den Alu-Treffer, das ist doch schon mal nicht schlecht. Pff, zu hoch. Ah, sehr gut, da war der Gegner zuletzt dran. Und gefällt mir. Wir machen Druck. Jetzt einfach mal ein schnelles 1-1. Schnelles 1-1 und da ist alles wieder drin. Bleiben echt hängen. Ich dachte jetzt, schafft es, das durchzustecken. Krass, wie der super lange Hummels, den Dembele da abkocht. Alles gut.
Das ist eigentlich ein Foul, sehr schön. So, Flanke auf Hummels, Müller oder Vidal, schauen wir mal. Sehr gut von Piszczek, der den Ball hier einfach abnimmt. Schade, habe ich zu spät auf Passen gedrückt. Oh krass, der Ball wäre sogar am Gegner, da muss es eigentlich ein Foul gewesen sein. So, ganz in Ruhe, wir haben eine Druckphase gehabt, wir brauchen einfach nur ein Tor. Leider geblockt. Pass sollte eigentlich nicht auf ihn gehen, sondern auf Bentaleb, der komplett frei stand. Sehr schönes Dribbling. Aber wir machen Druck. Gegner hat keine Torschance mehr gehabt. Das war wieder einer dieser schwachen Pässe in die Mitte auf meine Stürmer, die ich im letzten oder vorletzten Spiel angesprochen habe, die halt einfach keinen Sinn machen. Die muss ich mir abgewöhnen. Wieder so ein Pass, meiner Meinung nach. Kann man auch in diese Richtung mit reinziehen. Die muss ich einfach sein lassen. Die brauchen zu lang. Da hat der Gegner auch Probleme, die unter Kontrolle zu bringen. Oh. Ja, aber den würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit reinzählen. Versuche ich es gerade zu schnell oder was ist denn das Problem? Na also, oh, krasses Tor von Mali. Noch krasser ist aber vorher die... Der Pass von Müller, dass der überhaupt ankommt, aber dass Mali den dann ins kurze Eck macht, ich wollte ihn eigentlich lange schießen. Aber wieder mal ein krasses Tor von Mali. Also der Pass war geplant, ich wollte wirklich auf Mali passen, aber als ich den Pass ausführte, dachte ich mir, scheiße, Müller macht keinen Direktpass, jetzt wird nichts mehr. Er schafft es dann aber trotzdem den Pass noch zu spielen und dass Mali den dann wirklich reinmacht, ist der Wahnsinn. Aber ich habe euch gesagt, einfach ruhig bleiben. Und dann ist hier was drin. Also gerne mal ein paar dumme Tricks, wie es aussieht. Und dann sowas. Oh mein Gott, war das schlecht. Piszczek wird keine Power mehr haben. Boah, den muss er doch eigentlich machen, ey. Den muss er eigentlich machen. Schade, das war eigentlich das 2-0. Foul. Das war eigentlich das 2-0. Scheiße, Mann. Aber gutes Zeichen. Es ist 2-0, sage ich schon. Es ist 2-1. Ich sag doch, wir haben Chancen auf... Auf den Führungstreffer. Wir waren definitiv besser als der Gegner. Der Gegner hat einmal geschossen. Wir hatten die Riesenchance zum 2-0. Zum 2-1, sorry. Wir hatten den Alu-Treffer, den Bilder des Latten, der Lattenkracher. Komm, so weiterspielen. Und jetzt dranbleiben. Genauso kämpfen. Komm schon. Nichts zulassen, das 2-1 machen, sondern am besten noch das 3-1. Komm schon. Schade, dass Mali dann dieses Ding da nicht macht. Ach, ich verstehe das nicht. Das 1-1, was er gemacht hat, war deutlich schwieriger als der zweite Schuss, meiner Meinung nach. Und dem macht halt nicht klar, was auch eine gute Parade von Courtois. Ich hätte noch mehr aufziehen können. Man hätte auch über einen Flachschuss nachdenken können.
Aber den muss er halt eigentlich auch einfach so machen, egal was für eine Schusschance. Also wenn ich nicht selber komplett in die Mitte ziele, was er nicht war, war ja auf außen, dann muss er den halt einfach reinmachen, weil er dafür die Abschlussstärke besitzt. Den hat Reus eigentlich schon. Toll, hätte man auch einfach auf Fährmann lassen können. Ruhig ein bisschen rennen lassen. Alles Ausdauer, die kaputt geht. Ich glaube, wir müssen dann auch mal Reus auswechseln. Erstens hat er jetzt gelb und zweitens hat er nicht mehr so die Power. Fuck, das war dumm von mir. Das war dumm. Und das war Lucky vom Gegner. Danke, Fährmann. Hallo. Oh. Wieder der Falsche. Der Pass soll auf Reus gehen. Sowas regt mich immer auf, ey. Wie ist denn das ein Stürmerfoul? Ich bin doch derjenige, der zum Ball geht. Oh, der Gegner rennt doch in mich rein. Schön gemacht von Hector. So, ich wechsle erstmal Reus aus, er hat einfach keine Power mehr und okay, den Bilder haben wir gar nicht gespielt, wie es aussieht. So, mal wieder ein bisschen mehr wie in der ersten Hälfte spielen. Ruhig, aber bestimmt. Ruhig, aber bestimmt. Komm schon. Der Gegner hat nichts gerissen in der ersten Hälfte. Ruhig, aber bestimmt. Nach vorne. Komm. Komm. Selber pushen. Wichtig. Die Mischung aus ruhigem, konzentriertem Spiel und bissigen, beherztem Spiel quasi. Schwächt vorgelegt oder mitgenommen, eins von beiden. Nicht auf Müller. Oh Mann, was ist denn jetzt wieder los? Läuft gerade richtig scheiße wieder. Schöner Laufpass, der halt überhaupt gar nicht in den Lauf geht. So, Müller, jetzt mach einfach mal wieder ein schönes Kopfball. Du hast auch lange nicht mehr gemacht.
Drückt jetzt auf Pause, okay? Ja, zweite Hälfte läuft leider nicht so gut wie die erste Hälfte. Ich weiß nicht warum. Aber ist ja leider manchmal so. Vielleicht hat er ja auch was umgestellt in der Halbzeit, kann natürlich auch sein. Er spielt Dembele, aber kommt. Ach, den hat er eingewechselt. Der hat Dembele eingewechselt. Er hat ja logischerweise keine Verbindung. Den hat er eingewechselt. Deswegen hat er auf Pause gedrückt gehabt. Sehr, oh, unglaublich geil von Piszczek. Dass er dann sogar noch den Ball behält, ist natürlich noch besser. Ja, sehr schön. Schade, schade, schade. Ja, es hat leider zu lange gedauert. Dummer Pass von mir. Ja, der erste Pass sollte halt auch schon auf Müller gehen, nicht auf Bentaleb. Wie ich nicht durchgekommen bin. Fuck, ist so knapp. Okay, Verlängerung. Es ist dann leider in der zweiten Hälfte halt ein knappes Spiel geworden und der ersten war echt deutlich besser. Das ist ärgerlich. Insgesamt wäre trotzdem ein verdienter Sieg für mich, weil ich halt in der ersten so dominiert habe. Ach so, ich hätte mal wechseln können. Naja, machen wir jetzt nochmal. Mist, Mist. Die zweite Hälfte habe ich leider nicht so dominiert, wie ich es gerne gehabt hätte. Natürlich hatte ich trotzdem jetzt die beste Chance im Spiel, auch in der, also in der zweiten Hälfte nicht im Spiel, sondern in der zweiten Hälfte hatte ich auch die beste Chance. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Einfach konzentrieren, dranbleiben. Ich habe auch schon in Verlängerung Tore geschossen und gewonnen. Schon. Hatten wir schon mal ein Elfmeterschießen? Wenn, dann ist es sehr lange her in der Weekend League. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon eins hatten. Hatten wir schon eins? Ich glaube, wir hatten zwei. Eins haben wir, glaube ich, verloren und eins gewonnen, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, wenn, dann kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall hatten wir noch nicht viele. Sonst hätte ich nicht das Mitzählen quasi vergessen. Mist. Hätte ich anders lösen müssen. Aber Müller hat einfach keine Power mehr, man merkt das. Auch geil, wie Eriksen sich hier durchsetzt. Schön gemacht von Hummels. Mein Gott, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn?
Schöner Pass auf Müller von Piszczek und der macht ihn dann wirklich flach ins lange Eck. Ich hatte noch so kurz Angst und dachte, Scheiße, du hast nicht straff genug geschossen. Also ich habe zweimal schießen gedrückt und dachte, Scheiße, du hast nicht straff genug geschossen. Aber er legt ihn halt dann selber perfekt ins Eck. Unhaltbar, richtig geil. Super geil rausgespielt. Und jetzt dranbleiben, jetzt dranbleiben. Weiter so gut verteidigen, wie wir das in weiten Teilen des Spiels gemacht haben. Oh, jetzt drückt schon wieder Pause. Ah, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Piszczek, auch wenig Ausdauer. Das Geile bei unserem Inform Hector, der mir bisher auch nicht mehr negativ aufgefallen ist, ich würde jetzt auch nicht, also er hatte auch ein, zwei positive Sachen schon. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich behalten. Ich glaube nicht, dass ich nochmal Platten hart nehme. Aber das Geile bei ihm ist halt auch massive Ausdauer. Das sieht man auch, wie krass viel Ausdauer er hat als Außenverteidiger. Ich weiß gar nicht, wie seine Arbeitsraten sind, aber ja, das sollte besser sein als Plattenhardt. Lasse ich jetzt auf jeden Fall drin im Verein und im Team. Sollte einer dieser ganz krassen, kranken Außenverteidiger sein, wobei Piszczek als Außenverteidiger auch nervt. Krass, wie Hector. Das war jetzt zum Beispiel richtig gut. Ach, das war gar nicht Hector. Scheiße. Schade, bitte. Ah, oh, keine Ecke. Das war ein schwerer Pass, glücklicherweise. Oh, der Pass sollte natürlich auf Müller gehen. Was ist denn das? Der Müller rennt durch, ich ziehe mega auf und er macht einen Pass nach innen. Aber egal, wir haben gut verteidigt. Wir führen mit einem Tor und jetzt einfach dranbleiben. Komm schon, Baby, komm! Bleib dran, Junge, bleib dran. Er nimmt sich jetzt irgendwie ständig die Pausen. Was macht er denn? Stellt er jetzt jedes Mal irgendwie die Formation um? Ich weiß es nicht, könnte es sein. Also jedes Mal noch offensiver geht. Puh, komm schon, bleib dran. Du brauchst nur noch 15 Ingame-Minuten überstehen. Komm schon! Vielleicht schaffen wir ja sogar noch ein 3-1. Komm schon. Ah, wechselt nochmal. Memphis, oh oh, das ist natürlich eklig, weil er ist sehr schnell. Ist die Frage, ob das jetzt die Inform ist oder. Pass. Schöner Pass von Hector. Hector hat, glaube ich, auch den besseren Passwert als Plattenhardt. Schade. Geile Grätsche von Bentaleb. Das kann Bentaleb auch so gut, die Grätschen. Hat schon einige gute Grätschen für mich gespielt. Das ist sehr auffällig gewesen. Erst drehen, dann schießen. Das war gerade das Problem. Aus der Drehung gehen die auch manchmal rein, aber es ist halt nicht so oft, ne? Jetzt wird er aggro. Oh, Hector macht's! Hector macht's mit seinem steigen Linken. Krass. Also Platten hat auf jeden Fall einen sehr guten Distanzschuss und nee, Quatsch, eine sehr gute Schusskraft und einen guten FE-Wert, glaube ich, und halt einen guten Freistoßwert. Aber Hector hat den insgesamt besseren Distanzschuss und besseren Abschlusswert. Krass, krass, krass. Und damit ist das Ding natürlich durch und auch verdienter Sieg. Aber genauso, wie wir das gespielt haben, dranbleiben, kämpfen, bissig, konzentriert, von einem 1-0 nicht zurückschrecken lassen. So erwarte ich auch alle Spiele. Also das hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Schade fand ich, dass Mali da diese zweite Riesenchance nicht nutzt, aber... Oh. Dass Mali da diese zweite Riesenchance nicht nutzt, aber...
Damit muss ich halt leben. Jetzt grätsch du nochmal rein. Das war wieder einer dieser genialen. Ich pass mal direkt auf den Gegner. Oder ich mache mal einen Einwurf direkt auf den Gegner, besser gesagt. Ah, ich wollte nochmal auf Müller zurücklegen, der da besser reingelaufen ist. Sehr geil! Zwei Tore in der Verlängerung, verdient gewonnen. Nice. Tore. Einmal Mali, einmal Müller, einmal Hector und Vorlagen Müller, Müller, Piszczek. Oh, Müller macht zwei Scorerpunkte als Einwechselspieler, macht ein Tor und eine Vorlage. Interessant. Nicht schlecht. Sehr geil. Schönes Spiel. So weiterspielen. Genau so weiterspielen. Und da geht aber echt nicht so schlecht, würde ich sagen. Es hatte sich irgendjemand verletzt, aber ich glaube, was Hector oder Piszczek, aber glücklicherweise ist die Verletzung nicht stehen geblieben. So, ich überlege halt, ob es jetzt schon Sinn macht zu wechseln, einfach weil die jetzt schon in den niedrigeren 90ern jetzt sind. 93, 92, das kann halt schon einen Unterschied machen. Ich glaube, ich werde in Zukunft häufiger nach einem Spiel schon das Team wechseln, einfach wenn ich merke, dass die noch in den niedrigeren 90ern sind, zum Großteil und so. Also ich spiele zwar eigentlich lieber zwei Spiele mit der gleichen Mannschaft, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann besser damit umgehen kann, aber ich glaube, das ist scheißegal. Sobald ich eingespielt bin mit einer Mannschaft, spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Sanchez als Stürmer, okay, sehr gutes Team, sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr gutes Team. Je mehr ich einzelne Personen betrachte, alleine der Pogba kostet, hat mal über 1 Million gekostet, was er jetzt wert ist, weiß ich nicht. Selbst wenn es nur noch 800.000 sind, De Bruyne, Sanchez ist auch teuer, kostet glaube ich auch über 200, 300, fast 300.000, glaube ich, als Stürmer. Und der rechte Flügel natürlich auch. Also das war ein sehr gutes Team. Ich habe auch ein ziemlich krasses Team und meins ist auch teuer durch den Mané, wobei der Mané natürlich gezogen wurde durch Foot Champions. Aber ich glaube, Sainz, das heißt, ich weiß, dass Sainz teurer ist. Allein schon wegen Pogba. Und halt auch De Gea zum Beispiel. De Gea ist auch super teuer. Mein Torhüter, obwohl mein Torhüter fast genauso gut ist wie De Gea, kostet er 35.000 und ich glaube, De Gea kostet über 200, vielleicht sogar noch mehr. Ah, ich wollte natürlich rüber nochmal passen auf Mané, es hat nicht geklappt. Sehr schön von Reed. Ja, faul. Schade. War aber, denke ich, ein Pass, den hätte ich mir auch schenken können. War zu riskant. Kann funktionieren, aber ist zu riskant. Gute Balleroberung. Oh Mann! Ja, nicht aufregen über solche Kleinigkeiten. Waren wir eigentlich schon dran? Geil, habt ihr gerade gesehen, wie zwei Stürmer, die besser positioniert sind, beide weggehen vom Ball? Stürmer, Innenverteidiger von mir. Beide Innenverteidiger sind weggegangen, obwohl sie besser positioniert waren. Mach's gut. Nehmen wir halt die Ecke mit, wie gesagt, bei Benteke. Ich freue mich über jede Ecke. Oh, ich wollte gerade sagen, ohne Scheiß, ich wollte gerade sagen, es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass Benteke wieder mal ein Kopfballtor nach einer Ecke macht, oder? Weil, wenn er wirklich diese Quote halten will, dass er sehr zuverlässig nach einer Ecke dieses Tor macht, dann wird es eigentlich mal wieder Zeit und er macht's. Es ist so krass, wie kopfballstark er ist. Ja, es kann immer noch totale Varianz und Zufall sein und er macht in den nächsten 100 Spielen wieder keins, aber das ist so unglaublich. Alleine schon wegen dieser Kopfballstärke will ich ihn eigentlich nicht mehr wechseln. Die ist so krass, diese Kopfballstärke. Ich meine, da sind halt Ecken jetzt wirklich mal wieder gefährlicher. Das ist halt einfach das Geile.
ultra schwacher Abschluss von Arnautovic. Die wollte ich einfach flach ins lange Eck machen und er schießt ihn ganz komisch ins kurze Eck und der Torhüter hält ihn fest. Ganz merkwürdiges Ding. Also hätte eigentlich das 2-0 sein können. Ich sag mal nicht müssen, aber halt sein können. Das ist sehr, sehr schade, dass es nicht das 2-0 wurde. Der hat aber auch Glück, dass es hier kein 2-0 gibt. So, und jetzt macht Benteke mal bitte das zweite Tor per Kopf. Es war wieder aufs Tor, aber diesmal leider nicht so gefährlich. Sehr gut von Assi. Ach, jetzt habe ich doch Assi gesagt. Aspili. So. Sehr schön von Arnautovic. Sehr schön von Arnautovic. Oh, es wurde aber auch Zeit. Aber ich habe sowas von gesehen, dass Benteke halt komplett frei und alleine reingelaufen kommt. Krass, dass die Flanke wirklich mal nicht auf den Torhüter kam, sondern auf den Stürmer und auf... sag's mal. Wäre übrigens auch ein Elfmeter gewesen. Auf den Elfmeterpunkt und dann köpft er ihn leider in den Torhüter rein, aber es ist eine verdiente 2-0-Führung. Auch wenn man hier nur den Abpraller reinmacht. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz getraut mit. Ich habe mich nicht ganz getraut mit Benteke in der Ecke zu köpfen, weil ich dachte, aber dann köpfst du wieder vorbei. Das war mein Fehler, dadurch ging der halt zu sehr in die Mitte der Kopfball. Fuck, wenn es so weitergeht mit Benteke, dann wird es echt einer meiner Lieblingsstürmer. Das war merkwürdig, dass der Pass nicht anständig gespielt wurde. Krass, 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 krass. Aber ich wusste, wenn wir hier ruhig bleiben, haben wir noch die Chance, den Ball abzufangen. Und wir haben zumindest es geschafft, den Gegner zu verunsichern. Ist schon krass, dass er mit so einem schnellen wie Sanchez dann nicht hier das 2-1 macht. Sehr geil, Arnautovic, Monster. Schade. Oh, Eigentor. Aber krass, dass die Flanke schon wieder kommt. Es zählt aber, glaube ich, das müsste ein Eigentor sein. Dürfte nicht Benteke gewesen sein. Und oh, warum macht denn Benteke den nicht rein? Also ich liebe Benteke trotzdem, weil er trotzdem hier Präsenz zeigt. Aber er hätte halt auch schon 3 Tore machen können. Er macht halt jetzt nur 1. Den hätte er halt auch... Ja, ist Eigentor daher. Den hätte er halt auch einfach mal... aber krass, dass hier 2 Flanken... Nee, Quatsch, 3 Flanken mit der Ecke, wenn wir die Ecke mit dazu nehmen. Sind 3 Flanken gefährlich gekommen in dem Spiel. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber die 2 Flanken aus dem Spiel, die hatten sich auch so gut angeboten, muss ich zugeben. Jetzt auch wieder die letzte Flanke, die zu dem Tor führt, die kam ja auch gut. Also es war ja wirklich jedes Mal, dass die gut kam. Vorlage De Bruyne. Natürlich zählt jetzt wieder das nicht als Vorlage, weil es ein Eigentor war. Aber De Bruyne macht ja schon 1 durch den Kopfballtreffer nach der Ecke. Schade. Aber krass ist auch, dass der Gegner nicht aufgibt. Also 3-0, erste Hälfte. Meistens brechen die Gegner dann ab bei einem 3-0 der ersten Hälfte. Man macht es aber auch zu. Also er will es immer mit diesen komischen Lupfen auf Sanchez probieren. Das klappt halt einfach nicht. Ist halt kein FIFA 13.
Sehr schönes Spiel bisher. Endlich mal wieder eine höhere Führung und absolut verdient. Schöne Tore auch. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Benteke den Kopf. Ah, jetzt bricht der Gegner ab. Wenn der Benteke den Kopfball macht und halt dann den Volleyschuss reinhämmern würde, das hätte mich noch mehr gefreut, aber ich bin auch so zufrieden. Tore Benteke, Mané und Vorlagen. Ja, eigentlich zweimal De Bruyne. Aber egal. Sehr, sehr geil. Und eigentlich zweimal De Bruyne und einmal Arnautovic, weil der Abpraller, der von Mané reingemacht hat, wo Benteke den Kopfball nicht reinbekommt, weil ich meiner Meinung nach nicht genügend die Ecke ziele. Ich glaube, ich habe da einfach nur aufs Tor gezielt, weil ich Angst hatte, daneben zu köpfen. Das war auch Vorlage Arnautovic. Also langsam habe ich das Gefühl, ich komme besser rein, weil ich auch langsam das Gefühl habe, dass ich besser mit Arnautovic und mit Mané umgehen kann. Aber ich denke halt, ich sollte echt versuchen, so ein kleines Auge zu entwickeln für die Kopfbälle, also für die Flanken in den Strafraum rein, weil das war jetzt das beste Beispiel. Dieses Spiel zweimal mega gefährlich gewesen. Mal gucken, ob ich das in Zukunft weiter so hinbekomme. Aber es kann auch wieder ein Spiel aus Tausenden gewesen sein. Es ist wieder ein Spiel aus Tausenden, wo es klappt und dann beim nächsten Mal klappt es wieder nicht. Von daher. Aber wir haben wieder mal ein Spiel so hoch und so schnell so hoch geführt, dass halt der Gegner mal abbricht. Interessant, dass er in der ersten Halbzeit das gemacht hat. So. Dann können wir rein theoretischerweise. Ich glaube, ich spiele dann trotzdem in der nächsten. Ja, oder mache ich in der nächsten Aufnahme dann erstmal nochmal Premier League? Ich meine, die haben jetzt auf jeden Fall noch genügend Power, aber dann habe ich wieder das Problem, dass ich wieder nicht die gleiche Mannschaft zweimal nacheinander habe. Aber ich glaube, es ist egal. Also mittlerweile tut mich das echt nicht mehr. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.